So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Heute haben wir ein Thema und das Thema heißt: So wie ich lebt keiner. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die ein ganz ungewöhnliches Lebenskonzept haben, die ganz ungewöhnlich leben. Vielleicht in einer sehr ausgefallenen Lebensgemeinschaft. Vielleicht mit Leuten, die ohne Geld existieren können, die nur nachts leben, die ein bizarres Doppelleben führen. Oder vielleicht auch mit Leuten, die aufgrund einer sehr, sehr schweren Erkrankung ganz anders leben, wie das so normal ist und was die Norm so sagt. Also, unser Thema heißt: So wie ich lebt keiner. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen möchtet, ich freue mich auf eure Anrufe 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Meine erste Anruferin ist die Ricarda und Ricarda ist 17 Jahre. Hallo Ricarda. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Freut mich auch. Ja. Ich bin mal, dass ich durchgekommen bin. Na super. Ja, und dann zu diesem Thema: So wie ich lebt keiner. Das heißt, du lebst sehr ungewöhnlich. Genau. Wie lebst du denn? Ich lebe momentan auf der Straße mit meinem Freund und mit meinen zwei Haustieren. Das heißt, du bist obdachlos? Genau. Ja. Wie lange schon? Seit dem 1.9. letztes Jahr. 1.9. letztes Jahr? Also genau. Schon über ein Jahr jetzt? Genau. Ja. Wie kam das, dass du keine Wohnung dann mehr hattest, keine Unterkunft? Das kam halt durch meine Mutter, weil ich früher zusammengeschlagen worden bin von ihr, von meinem Stiefvater. Mhm. Vergewaltigt worden bin. Mhm. Und da bin ich halt abgehauen. Na, und seitdem lebe ich halt auf der Straße mit meinem Freund. Das heißt, du bist abgehauen, hast aber den Stiefvater nicht angezeigt damals? Nein, den hatte meine Schwester angezeigt, weil er angeblich mit meiner Schwester auch dasselbe gemacht haben soll. Ah ja, und ist es da zu einem Verfahren gekommen? Dann ist es zum Verfahren gekommen und der musste halt 7,5 Jahre absitzen. Ah ja, So, jetzt lebst du mit deinen Haustieren, mit zwei Haustieren, sagst du? Genau, mit meinen zwei Ratten. Ach, mit zwei Ratten sind das. Ah ja. Lebst du auf der Straße? Wie genau. Ist das, wie kann ich mir das vorstellen? Wie lebst du? Wo schläfst du? Wo hältst du dich auf? Also, schlafen tue ich momentan mal hier, mal da, mal in Köln, mal in Bonn. Ja. Im Zelt. Im Zelt, ah ja. Genau. Mhm. Das heißt, und ihr habt ein Zelt und packt das Zelt dann immer wieder ein und fahrt dann in eine andere Stadt. Nee, da kennen uns schon mittlerweile ziemlich viele und wenn sie wissen ungefähr meistens, wann wir meistens da sind und dann gucken sie halt meistens auch schon drauf. Mhm. Aber das Zelt nimmst du dann mit? Nee, das Zelt lasse ich stehen. Da sind halt immer welche, die dann halt aufpassen. Ach so. Wie kommst du oder wie kommt ihr denn von Ort zu Ort? Wir haben momentan Fahrrad. Das ist natürlich von Köln bis nach Bonn dann auch schon eine Strecke. Nicht so sehr weit, aber immerhin. Ja, ist zwar nicht allzu weit, aber manche sagen, dass dann doch schon mit dem Fahrrad wäre das halb schon sehr weit, aber. Ja. Bekommst du irgendwelche staatlichen Unterstützungen, Geld? Nee. Gar nichts. Ich hatte zwar damals versucht, mein Kindergeld zu beantragen, halb an meinen. Ein Tag nach meinem 17. Geburtstag, weil meine Schwester damals auch mit 17 Kindergeld beantragen konnte. Und da wurde mir gesagt, erst mit 18. Das heißt, du hast im Moment null Einkünfte. Genau. 0 Euro Einkünfte. Genau. Aber ein bisschen Geld braucht man ja immer. Wie kommst du an dieses Geld? Ich gehe ab und zu mal in der Innenstadt oder so mich mal halt ein bisschen hinsetzen, also beziehungsweise betteln. Mhm. Oder bekommen mal hier mal was fürs Aufpassen oder halt nur mal kurz das Auto aufräumen mal 10 Euro. Fürs Auto aufräumen? Ja, so, wenn, es gibt so einen Obdachlosentreff, so eine Oase. Ja. Da kann man billig essen, billig trinken, kann man duschen, kann man Kleider mitnehmen. Und da kommen dann halt auch ziemlich viele Leute hin, die Sachen hinbringen. Und da hilft man dann ab und zu mal und da hat mir damals auch geholfen. Da ach so. Ist dann halt so eine ältere Dame hat 10 Euro dann dafür in die Hand gedrückt. Ach so. Wie ist denn das mit dem Betteln? Du sagst gerade, ab und zu gehst du auch schon mal in die Stadt und sprichst du die Leute direkt an oder setzt du dich einfach so, wie man das auch oft so kennt, auf die Straße und hast so ein Töpfchen vor dir? Nee, ich sitze dann halt auf der Straße mit meinem Schlafsack um die Beine und unten drunter, dass mir halt nicht von unten allzu kalt wird, dann halt die Ratten oben drauf, dann halt so ein Schildchen davor mit einem Schüsselchen.
Aha. Und was steht auf dem Schildchen drauf? Halt, jetzt mal unterschiedlich, mal eine kleine Futterspende für meine Ratten. Mhm. Oder wenn ich jetzt ohne die Ratten mal sitze, wenn es so kalt ist, eine kleine Futterspende für mich und mein Kind, das 4 Monate alt ist. Hat aber, immer unterschiedlich. Aber das Kind gibt es nicht? Doch, das Kind gibt es schon, aber momentan in der Pflegefamilie, solange wir keine Wohnung haben. Ah ja. Wie sind denn die Reaktionen der Leute? Sind die spendabel oder eher nicht? Eher nicht. Manche sagen von wegen jetzt, guck dir mal diese Penner an, jetzt so gesagt. Oder von wegen, kommen auch andere Obdachlose mal dahin und fragen, muss das denn sein? Mhm. Weißt du, die gehen dann meistens, wenn die Innenstadt voll ist, dann einen Mülleimer suchen wegen Pfandflaschen und so. Achso, dann gibt es auch so Konkurrenz zwischen den anderen Obdachlosen. Ja, machen die anderen Obdachlosen, hat den anderen Obdachlosen so gesagt das Geschäft kaputt. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Leute Vorurteile haben oder Urteile haben, wie immer man das dann auch sieht, den Ratten gegenüber, dass wenn du da mit den Ratten sitzt, dass du vielleicht weniger Geld verdienst und kriegst, als wenn du nur so da sitzt, ohne Ratten. Nee, mit den Ratten verdiene ich schon mehr. Ach, sogar mehr. Wir haben zwar Angst vor den Ratten, aber es gibt doch welche, die vorher Angst hatten, aber sich doch trauen, die Ratten anzufassen. Ja. Also, so kommst du mit so ein paar Euro irgendwie so über die Runden und kauft ihr euch zu essen oder geht ihr immer in diese obdachlosen Küchen, wo es dann umsonst Essen gibt? Nee, wir gehen dann auch da schon mal hin, so und Abteilluftplatz, jeden Abend von Montag bis Freitag gibt es dann 8:30 war so für Obdachlose umsonst Suppe. Ja. Oder es gibt jetzt Pizzerien und Bäckereien so, da kann man sich dann halt doch schon als Obdachloser schon ab und zu mal abends mal hingehen, haben sie vielleicht was übrig für Obdachlose, geben dann auch schon was. Wie ist denn das jetzt auf den Weihnachtsmärkten? Da sind ja so unglaublich viele Fressbuden, an jeder Ecke steht da eine. Sind die spendabel, wenn ihr vorbeikommt und sagt, haben sie mal vielleicht eine Tüte Fritten umsonst für uns? Ja, ab und zu mal nicht, aber die geben dir dann halt doch schon ein bisschen Kleingeld dann. Also, Wie ist das mit dem Waschen? Wo wäschst du dich und wo putzt du dir die Zähne? Das kann man halt auch in der Oase machen. Oase ist halt dieser Treffpunkt für die Obdachlosen hier in Köln. Genau, da kannst du dich waschen, da kannst du duschen, da kannst du dir saubere Klamotten holen, werfen, dich als Unterwäsche und. Jetzt hast du gerade so, wir haben das nur gerade am Rande beiläufig erwähnt oder besprochen, du hast ein 4 Monate altes Kind. Genau. Das ist aber jetzt in einer Pflegefamilie, sagst du. Mhm. Das heißt, das Kind, du warst schwanger, als du auf der Straße gelebt hast. Genau, ich habe es auch auf der Straße bekommen. Du hast es auf der Straße bekommen sogar? Ja. Ohne ärztlichen Beistand? Genau, da hatten wir mal eine Freundin bei uns zelten, die hat dann halt so gesagt, aufgepasst, weil das Kind halt nicht auf die Wiese oder so, oder sich nicht verletzt, auf gut Deutsch gesagt. Und wo ist es dann genau geboren? Das ist jetzt auf dem, was heißt so genau, also vom Rechtsanwalt steht in dem Brief drin auf den Pollerwiesen. Auf den Pollerwiesen hier in Köln, das ist so eine große Wiesenanlage am Rhein. Genau. Da hast du dein Kind bekommen und bist danach dann auch nicht ins Krankenhaus gefahren, unmittelbar danach? Doch, da haben welche, die das halt mitgekriegt haben, nachdem sie da halt das Kindergeschrei gehört haben auf einmal, da haben sie dann auch den Krankenwagen gerufen und 1-2 Minuten später kam dann halt auch der Krankenwagen. Achso, und dann bist du auch mit ins Krankenhaus gekommen und dann seid ihr beide, Mutter und Kind, ärztlich versorgt worden. Genau. Hattest du da nicht irre Angst, das Kind einfach so auf der Wiese zu kriegen, ohne dass da Fachleute bei sind? Doch schon. Hatte ich. Mhm. Und aber es ist Gott sei Dank... Ich hatte doch schon Gedanken drüber. Ja klar. Aber es ist gut gegangen, Gott sei Dank. Ja, die war zwar halt ein bisschen unterkühlt, aber wir waren dann doch schon froh, dass der Krankenwagen kam. Mhm. Wir haben sie dann direkt warm eingepackt und danach ging er dann auch. Hat man dir das Kind dann sofort danach weggenommen? Ja. Mhm. Wir wurden direkt ins Kinderkrankenhaus gebracht und von da aus direkt in der Pflegefamilie. Nun könnte ich mir vorstellen, dass wenn man jung Mutter geworden ist, und das bist du, und du bist es gerade erst geworden, dass einem das sehr wehtut, wenn einem das Kind weggenommen wird. Ja, wir haben beide zusammen noch den ganzen Tag geheult, die ganze Nacht. Und denkst du jetzt auch noch viel an deine Tochter? Sehr viel. Mhm. Ja. Womit wir beim Thema sind, wie es so weitergehen soll, Ricarda. 17 Jahre bist du erst alt. Über ein Jahr lebst du jetzt schon auf der Straße. Mhm. Wie denkst du dir dein Leben weiter?
Ja, erstmal 18 werden, weil die wollen meistens alle, die, dass ich den Mietvertrag unterschreiben kann, aber ich bin ja halt noch keine 18. Ja. Das ist ja das Problem. Und weil die wollen halt, dass ich unterschreibe, weil sie mich mit dem Kind schützen wollen. Ja. Und daher kann ich ihn nicht unterschreiben. Da habe ich sie gefragt, wie das aussieht, ob mein Freund jetzt unterschreiben könnte. Mhm. Aber die meinten, nee, sie wollen mich unbedingt mit dem Kind schützen. Okay, aber so, ich meinte ja so ganz allgemein, was sind jetzt so deine Wünsche für die nächsten Jahre und deine Träume? Erstmal eine Wohnung suchen, dann muss ich erstmal Ausbildung machen, weil ich durch meine Mutter die Ausbildung auch verloren habe. Ja. Und also, dann halt danach arbeiten gehen. Also der Wunsch ist schon klar, da weg von der Straße zu kommen. Genau. Also das ist kein dolles Leben da. Na, nicht also. Man wird dann halt doch beklaut ab und zu mal. Beklaut? Ja, so, wir haben uns damals Schlafsäcke, Decken, ja, Zeit geklaut. Aber du selbst hast noch nie geklaut? Nein. Du hast es noch nicht gemacht. Hat es für dich auch irgendwie gute Seiten, auf der Straße zu leben? Ja, was heißt gute Seiten? Gute Seiten zwar nicht, aber da lernt man dann doch schon halt Leute kennen, die halt dann sagen, ey, guck mal, wie können sie das denn halt? Wie können sie dann halt einfach nur was zu essen kriegen, wie aussehen und so. Ja. Da denkt man sich dann halt einfach nur, setzt euch selber mal eine Woche auf die Straße, dann wisst ihr, wie es wirklich Obdachlosen geht. Allerdings. Jahrelang auf der Straße leben. Allerdings, da hast du recht. Aber das verstehen die Leute einfach nicht. Es gibt viele Leute. Ich darf mir vieles davon mal anhören. Ja. Jetzt muss ich dich doch noch fragen, Ricarda, wie ist das eigentlich möglich, dass du mich hörst und dass du auch mit mir telefonieren kannst? Also wo kommt das Radio oder der Fernseher? Wo haltet ihr euch auf? Und woher hast du das Geld fürs Mobiltelefon? Ja, das Telefon, das habe ich von einer sehr guten Bekannten gekriegt, die ich damals kennengelernt hatte. Die meinte halt, sie leiht mir erstmal das Handy, solange ich noch halt noch keine Wohnung habe oder genug Geld habe, um mir selber einzukaufen, wenn jetzt mal was sein sollte, ja, mit mir oder so, dass ich sie dann halt anrufen kann oder meine SMS schicken kann, dass sie dann halt auch dann runterkommt und mir dann halt das Nötigste bringt. Ah ja. Und wie ist das mit dem, wo könnt ihr uns empfangen und hören und oder sehen? Also sehen nicht, aber mein Freund hatte sich damals ein Radio gekauft, weil er beziehungsweise, jetzt auf gut Deutsch gesagt, schon jahrelang deine Sendung hört. Ja. Und der einfach die Sendung geil findet, jetzt mal so auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und er hat auch öfters mal angerufen zu Themen, der wurde auch einmal zurückgerufen, aber ist bis jetzt noch nie durchgekommen. Ah ja, das jetzt also seit 2 Jahren versucht. Umso besser, dass du durchgekommen bist, Ricarda. Ich finde, dass es auf jeden Fall ein gutes Vorhaben ist, was du vor Augen hast, wieder wegzukommen von der Straße, eine Wohnung zu kriegen und auch wenn es irgendwie geht, vielleicht eine Ausbildung zu machen. Denn du hast ja die Hoffnung, dein Kind wiederzukriegen. Genau. Und das ist ja ein ganz, ganz großes Ziel und da ist es ja auch dann viel wert, dass man ganz viel unternimmt, um da rauszukommen. Mhm. Wir haben wieder natürlich auch eine begrenzte Redezeit, wir beiden, so wie ich das ja immer mit allen Anrufern habe. Genau. Ich möchte aber gerne, dass du jetzt in Ruhe mit meinem Mitarbeiter, meinem Psychologen noch sprichst, der sich gerade auch in dieser Szene hier in Köln sehr gut auskennt. Ja. Ich hoffe sehr, dass wir dir vielleicht ein wenig mit Rat und Tat noch zur Seite stehen können, damit du die nächsten Schritte auch schaffst, die du unternehmen möchtest. Wollen wir mal hoffen. Ja, das wollen wir wirklich mal hoffen, Ricarda. Dann legst du bitte auf, wir rufen dich wieder zurück und ich wünsche dir und deinem Freund von Herzen alles Gute und auf, dass es richtig bergauf geht und ihr wirklich dann bald auch eine Wohnung habt und euer Kind auch habt bei euch. Gut, aber ich hätte da nochmal noch eine Frage. Könnte ich vielleicht ein Autogramm bekommen von euch? Ja, wenn wir wissen, wo wir es hinschicken sollen, ja. Ja, kann ich durchgehen. Okay, dann kannst du es gleich mal dem Psychologen sagen, okay? Okay. Alles Liebe und alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss, Domian. Unser Thema heute Nacht, ihr Lieben, heißt So wie ich lebt keiner. Wir haben gerade von Ricarda gehört, die mit 17 Jahren leider auf der Straße leben muss, aufgrund der familiären Verhältnisse. Ich würde gerne mit Menschen sprechen, die auch sehr ungewöhnlich leben, die von der Norm abweichend leben. Ich habe es gerade schon gesagt, in ungewöhnlichen Lebensgemeinschaften. Ich habe mal eine Bekannte gehabt um viele Ecken, die war eine lesbische Frau und die lebte in einer Vierergemeinschaft,
mit drei anderen Frauen zusammen und das war eine Vierer-Liebesbeziehung. Fand ich irrsinnig interessant und spannend, dass es überhaupt so funktionierte. Und das funktionierte bei den Frauen damals schon über mehrere Jahre und es funktionierte gut. Die hatten sogar ein ganz großes Ehebett sich gebaut, wo alle vier reinpassten, um halt dann auch die Nächte miteinander zu verbringen. Also, so wie ich lebt keiner. Das ist unser Thema. Und wenn ihr auch sehr ungewöhnlich lebt, wie auch immer, dann meldet euch doch bei mir. Ich bin sehr gespannt, von euch zu hören. 0800 220 50 50 oder mail unter domian@wdr.de. Markus ist hier und Markus ist 41. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Markus. Wie lebst du denn, dass du sagst, ich lebe anders als die anderen? Ja, das ist eigentlich recht schnell erklärt. Ich lebe seit 17 Monaten auf der Flucht. Auf der Flucht? Ja, das heißt, ich bin gar nicht mehr ich. Das heißt, ich habe eine komplett neue Identität angenommen und lebe quasi auf der Flucht, ja. Vor wem? Vor der Polizei. Warum? Das ist entstanden aus einer Lappalie. Und zwar bin ich mal als Zeuge zu einer Gerichtsverhandlung geladen worden, zu dem ich absolut nichts sagen konnte. Habe das Gericht auch angerufen, habe gesagt, ich weiß nicht, wieso sie mich laden. Ich weiß von der Sache nichts und könnte da auch nichts zutun und bin diesem Termin dann ferngeblieben. Ja. Und dann hat man in Abwesenheit eine Geldstrafe verhängt. Man hat den Termin verlegt, erneut vorgeladen und mir eine Geldstrafe von 500 Euro auferlegt. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ihr spinnt. Also mehr kann man nicht tun. Ich habe das irgendwo nicht eingesehen. Mhm. Und dann kam die nächste Geldstrafe von 800 Euro und das hat sich irgendwann auch summiert auf 2500. Und ich habe dann auch mit der Staatsanwaltschaft mal telefoniert und die haben dann gesagt, also Schluss mit lustig, da kennen wir gar kein Pardon. Sie sind jetzt ein Verbrecher und wir wandeln das um in eine Ersatzfreiheitsstrafe, wenn Sie das nicht zahlen können und wollen. Und dann bekam ich irgendwann so einen Stellungsbefehl, ich hätte mich dann und dann in einer JVA einzufinden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, mach's nicht. Um wie lange dann dort bleiben zu sollen, zu müssen? Das wären, glaube ich, 3 Monate gewesen, etwas über 3 Monate. Die haben das umgewandelt in so Tagessätze. Und ja. Daraus war dann die Konsequenz für dich, dass du dich anonymisierst oder was? Oder wie hast du es gemacht? Ja, ich habe gedacht, jetzt tauchst du erstmal unter. Haben mir da halt tausende Gedanken zugemacht. Konntest du so einfach untertauchen? Hattest du keine Arbeit, keine Wohnung, keine Familie? Doch. Alles? Alles. Von einem Tag auf den anderen abgebrochen. Also zu meiner Familie habe ich nach wie vor telefonisch Kontakt. Meine Mutter sagt dann immer, deine Talente, wenn du das vernünftig nutzen würdest, wäre es viel besser. Hast du auch Frau und Kind? Nein. Nein. Mhm. Also ich habe zwar ein Kind, ich bin geschieden. Mhm. Das lebt bei der Mutter. Ja. Aber einen Job hattest du? Ja. Und den hast du auch von heute auf morgen abgebrochen? Ja. Musste ich ja. Ja. Wenn man das so durchziehen wollte. Wenn man das so durchziehen will, wie du es jetzt tust. Und hast deine Wohnung aufgelöst? Richtig. Und hab dann eine neue angemietet. Unter einem falschen Namen? Ja. Und hältst dich jetzt irgendwo in der Bundesrepublik auf? Richtig. Unter falschem Namen? Richtig. Und von was lebst du? Von Gelegenheitsjobs und dann habe ich für so ein ausländisches Unternehmen, wo ich so auf so eine Art Provision, so Prämienbasis schon mal freiberuflich Sachen für mache. Und das geht. Wie fühlst du dich dabei? Das machst du jetzt 17 Monate schon, sagst du? Mhm. Anfangs war das ein sehr unsicheres Gefühl. Dann kam eine Zeit lang, habe ich das genossen. Und mittlerweile ist es so ein aufs Ende vorbereiten. Irgendwann muss ich mich ja mal stellen. Ich kann ja das nicht, also ich sage immer so, man kann das ewig machen. Also rein theoretisch wäre das möglich, aber rein menschlich und so geht das natürlich nicht. Irgendwann lernst du eine Frau kennen, was willst du denn sagen? Hör mal, Bunny und Clyde, kennst du die Geschichte oder so? Zudem ich mir das auch vorstelle, dass man unter einem entsetzlichen Druck steht und auch eine Angst hat, ständig auf der Hut sein zu müssen. Weniger. Also naja, wenn du deine Mutter anrufst zum Beispiel, kann es ja sein, dass die Leitung abgehört wird und das Telefonat zurückgeführt wird. Richtig. Und so weiter und so weiter. Es gibt ja tausend Sachen. Lohnt sich das alles für das, was du da tust? Eigentlich nicht. Der normale, gesunde Menschenverstand sagt natürlich nicht. Warum tust du es dann? Weil ich eigentlich sehr stur bin. Und wenn ich einmal etwas anfange, dann sage ich so, jetzt hast du das gemacht, jetzt hast du A gesagt, jetzt musst du auch B sagen. Ja, aber diese Sturheit geht ja nun grenzenlos über in Dummheit. Ja, natürlich.
Ich meine, du bist ja ein wirklich straffälliger Mensch geworden. Es fing ja schon mit der Dummheit an, dass du damals nicht dahin gegangen bist. Richtig. Ne, das war die erste Dummheit. Und nachdem du nicht hingegangen bist, dass du die Geldstrafe nicht bezahlt hast. Richtig. So, jetzt bist du in die Illegalität abgerutscht. Das ist doch Horror. Das heißt, du wirst auch nicht in deinen normalen Beruf wahrscheinlich zurückkehren können, wenn du dich stellst. Nein. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich war im Hotelwesen tätig. Im Hotelwesen. Das heißt, du hast dein ganzes Leben jetzt im Prinzip über Bord geschmissen, was du vorher hattest, für so einen Quatsch. Richtig. Das ist doch Irrsinn. Ja. Das ist wirklich Irrsinn. Da habe ich auch keinerlei... Also natürlich null Verständnis für, dass du sowas tust. Weil du dir selbst ja auch massiv schadest damit. Abgesehen davon, dass du eine straffällige Person geworden bist und dass dein Sündenregister jetzt so hoch ist, ich weiß gar nicht, was jetzt alles auf dich zukommt, wenn man dich fasst. Ich habe kein Verbrechen verübt. Also insofern ist die Legalität noch begrenzt. Den falschen Namen angeben, okay, das ist auch eine Form von Illegalität, aber es ist kein Verbrechen. Das heißt, ich bestehle keinen, ich beraube keinen, ich bringe niemanden um. Natürlich nicht, aber du befindest dich außerhalb unseres gesetzlichen Rahmens. Richtig. Hm. Das ist korrekt. Und du hast gar keine Ahnung, was auf dich zukommt, wenn du dich stellen wirst? Nein. 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 Ich möchte wirklich mit aller Entschiedenheit an dich appellieren, Markus, dich zu stellen. Weil du hast dich jetzt schon so weit reingeritten, da gibt's nur die einzige Möglichkeit, noch die Notbremse zu ziehen, weil ich glaube, jeder Tag länger verschlimmert auch die ganze Angelegenheit. Und sich jetzt zu melden, freiwillig zu melden und zu sagen, geh zur nächsten Polizeidienststelle und sag, dass du bist und stelle dich. Ich glaube, dass du dann noch ein wenig Schadensbegrenzung betreiben kannst, als wenn du jetzt noch ein paar Monate oder ein Jahr dich irgendwie im Untergrund rumtreibst. Ja, wie gesagt, das ist nichts, was man eine Ewigkeit machen kann. Das nee, und weißt du, auch diese Sturheit, die du sagst, das ist ja keine Leistung. Das ist ja wirklich... Ich will das auch nicht rühmen oder Lob gepriesen haben, ganz im Gegenteil. Es war für mich... Ich habe das gestern mit einer Bekannten zusammen gesehen, dass du das Thema für heute angekündigt hast. Und sie hat mich angeguckt, ich habe sie angeguckt und da wusste ich, da rufe ich an. Da rufe ich an, ja. Weil außergewöhnlicher Leben geht eigentlich schon nicht mehr. Bist du von Natur aus so ein Typ? Hast du früher, du bist jetzt 41 Jahre alt, hast du früher auch schon mal irgendwie, vielleicht nicht solche dramatischen Dinge getan, aber schon auch so deinen Dickkopf durchgesetzt? Ja. Ich bin sehr ehrgeizig, sehr selbstbewusst. Und wenn ich sage, das machst du jetzt und das schaffst du, dann versuche ich das mit aller Gewalt gegen die Welt durchzuführen. Du bist aber noch nicht straffällig geworden vorher. Nein. So, dann kann ich mich wirklich auch nur den Worten deiner Mutter anschließen, die wohl gerade, wie du es gesagt hast, meinte, wenn du das anders kanalisierst, deine Überzeugung, deine Kraft, dein Durchsetzungsvermögen, könntest du wahrscheinlich wer weiß wo sein. So hast du dich nicht nach oben entwickelt, sondern nach unten entwickelt. In die falsche Richtung. In die absolut falsche Richtung, ja, wirklich. So kann man das sehen, ja. Ich sage es dir als Bürger dieses Landes, dass ich das nicht gut finde, was du da machst, weil dafür haben wir nun mal unseren gesetzlichen Rahmen, um den einzuhalten. Aber ich sage es dir auch einfach so, als Mensch zu dir, weil ich glaube, das meine ich wirklich sehr ernst, Markus, weil ich glaube, dass du dir am meisten schadest damit. Du schadest nicht dem Staat, du schadest dir damit. Nein. Natürlich, ich schade aber auch keiner anderen dritten Person. Nein, aber du schadest dir damit. Und das ist doch schon mal ein ganz wichtiges Argument. Du schadest natürlich im weitesten Sinne auch dem Staat, weil das natürlich wieder Umstände bereitet, Kosten bereitet. Du wirst vielleicht eine Haftstrafe absitzen müssen. Das kostet dem Allgemeinwesen Geld für nichts und wieder nichts. Aber lass uns nur bei deiner Person mal bleiben. Du hast jetzt schon so viel kaputt gemacht. Handle so schnell du kannst und melde dich bei der Polizei. Ich glaube, das war dir wahrscheinlich auch klar, dass ich dir das sagen werde. Ja, natürlich. Und was sagt denn deine Bekannte oder Freundin, mit der du da zusammen bist? Welche Position hat sie denn? Also,
das sind ja nun alles, sage ich mal, in Anführungsstrichen gradlinig normal denkende Leute. Die sagen natürlich alle dasselbe. Die sagen dasselbe wie du. Ich habe dann meistens noch so Ausflüchte und sage, ja, ich muss erstmal alles ins Reine bringen. Denn wenn man so auf der Flucht ist, du hast ja nachher irgendwann gar nichts mehr. Deine Sachen, das muss ja alles irgendwo untergebracht sein. Das muss auch alles geregelt sein, dass ich sage, so, jetzt stelle ich mich. Und wenn ich dann diese 3 Monate da abgesessen habe, falls man sich nicht vorher doch irgendwie auf so einen Deal einlassen kann, was eigentlich anfangs so mein Ziel war, zu sagen, ihr kriegt mich eh nicht kommen, stundet mir das oder lasst mich das in Raten zahlen. Aber es wird mittlerweile nicht mehr möglich sein. Bin ich sicher. Dass ich dann sagen kann, so, wenn ich diese Haftstrafe, diese 3 Monate, die man mir dann halt in diesen Tagessätzen aufpumpt, wenn ich die irgendwann absitze, jetzt in absehbarer Zeit, dass ich danach wieder in das normale zivile Leben zurückkomme und sage, ich habe aber meine Sachen da und da und das habe ich alles geregelt, dann nicht vor dem Totalen nicht. Na gut, also du hast jetzt 17 Monate Zeit gehabt, das zu regeln. Das ist jetzt kein Argument mehr. Außerdem war meine Frage gewesen, was deine Freundin sagt. Die sagt dasselbe wie du. Die sagt dasselbe wie ich. Das wäre ja auch eine seltsame Freundin, wenn die sagen würde, auch mach das mal weiter so. Finde ich schon. Ja, nein, der Tenor ist so, wie du das sagst. Klar, ich erwarte da auch nichts anderes. Ich erwarte auch nicht, dass einer sagt, boah, wie außergewöhnlich. Mhm. Das ist ja Quatsch. Mhm. Das ist ja auch keinem zu raten, zu sagen, hier, mach das mal so, das ist eine tolle Sache. Nein, überhaupt nicht. Quatsch. Überhaupt nicht. Eben. Du hast gar nicht Augen und Ohren genug und es ist anstrengend. Sehr. Ich glaube, wir haben die grundlegenden Argumente ausgetauscht oder ist es alles gesagt, was zu sagen nötig ist? Nochmal mein Appell, melde dich bei der Polizei. Alles klar. Lieber Markus, alles Gute. Dir auch. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt über euer ungewöhnliches Leben, wenn ihr ein ungewöhnliches Leben führt, dann könnt ihr mich gerne anrufen oder auch mailen unter domian@wdr.de. Jetzt bin ich gespannt auf... Kirsten oder Kirsten? Kirsten. Kirsten, ein Mann. Genau. Ach so, ich dachte, das wäre ein Mädel. Nein, das ist doch nicht. Kirsten, 19 Jahre alt. Genau. So wie du lebt keiner. Genau, und zwar, es geht darum, ich habe momentan 4 Jobs am Laufen. Was hast du? 4 Jobs am Laufen, also ein Hauptjob und 3 Minijobs. Ach so, 4 Jobs am Laufen, ja. Ja, was halt auch ganz allein, oder was heißt ganz allein, also es hängt auch gut damit zusammen, dass meine Eltern vor 9 Monaten vom Familiengericht verdonnert haben, dass ich denen ab sofort 53 Euro im Monat bezahlen darf. Du musst deinen Eltern 53 Euro zahlen? 350. 350 Euro? Du? Ja, genau. Warum? Aus dem einfachen Grund, mein Vater hat mal einen Lebertumor gehabt. Ja. Der wurde mit daraus operiert, hat beim Opel gearbeitet, ist dadurch jetzt Frührentner geworden. Meine Mutter geht nicht arbeiten aus einem einfachen Grund. Meine Schwester hat eine Niereninsuffizienz und ist auch gleichzeitig mittlerweile so die halbwegs Betreuerin von meiner Oma, weil die auch im Sterben mittlerweile liegt. Ja. Und ja. Ja, dann gehe ich davon aus, dass du richtig viel Geld verdienst. Ja, also sagen wir mal so, ich habe ja sowieso meinen Hauptjob, habe ich schon immer gehabt. So, sag mal, gehen wir mal die ganzen Sachen durch. Der Hauptjob ist welcher? Der Hauptjob ist im Rettungsdienst. Im Rettungsdienst, also Rettungssanitäter. Genau, also Rettungsassistent. Rettungsassistent, okay. Genau. So, und dann gibt es jetzt noch 3 weitere Jobs. Ja, also einmal ist noch so ein Regalverräumservice, also Regale einräumen im Realmarkt. Ja. Und dann bin ich noch Fahrkartenkontrolleur im Bus. Fahrkartenkontrolleur im Bus. Genau. Ja. Muss ja auch sein. Er muss sein, natürlich, ja. Und ein guter Freund von mir hat noch eine Abnetzgerei mit so einem Imbiss angeschlossen und eben bei dem Arbeitsfeld auch noch ein Imbiss. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was hat der? Der hat eine Metzgerei. Ach, eine Metzgerei. Ich verstehe es auch akustisch irgendwie schlecht. Ach so. Also er hat eine Metzgerei von einer Agenturkette und hat davon eine Agentur aufgemacht und da gehört auch ein Imbiss mit dazu. Und da bin ich halt noch im Imbiss mit drin. So, jetzt fragt sich jeder normal denkende Mensch, der so vor Augen hat, der Tag hat 24 Stunden. Wie schafft Kirsten 19 Jahre 4 Jobs? Ja, genau, das fragen sich viele Leute. Ja. Was auch wirklich da zusammenhängt. Also ich habe mir mittlerweile einen Kalender zusammengestellt, den kann keiner mehr überblicken.
Also sprich, das ist wirklich so diese Familienländer, wo es ja gibt, wo jeder seinen Namen einträgt in der Familie. Ja. So einen habe ich jetzt für meine ganzen Jobs. Ja, wie viele Stunden am Tag arbeitest du? Das ist unterschiedlich. Also generell, wenn ich im Rettungsdienst arbeite, habe ich ja fest meine 12-Stunden-Schicht. 12-Stunden-Schicht als Sanitäter-Assistent. Genau. Das ist ja so gut wie auf jeder Wache so. Also es gibt ganz wenig Wachen in Deutschland, die das anders führen. Ist klar, okay. Wenn du 12 Stunden im Rettungsdienst gearbeitet hast, ist man ja eigentlich wahrscheinlich fertig und geschlaucht. Nö, eigentlich nicht, weil die meisten Carsten, Leute... Carsten nicht. Nee, also sagen wir mal so, sowieso nicht, weil im Rettungsdienst ist ja sowieso, die meiste Zeit ist ja sowieso Ruhezeit. Mhm. Das ist ja sowieso im Rettungsdienst so. Aber so ist dann zum Beispiel, also wenn ich dann diese 12-Stunden-Schicht habe, also die geht von morgens um 7 bis abends um 7. Wie viel hängst du dann noch dran, wie viele Stunden? Also meistens hänge ich danach noch den Einräumservice vom Real dazu, also die Regale auffüllen. Das dauert wie lange dann? Also das geht um 8:30 geht es los und endet um 12. Ja, und dann ist aber auch gut? Dann ist es aber auch gut, ja, weil dann hat er auch nichts mehr offen. Das heißt, an einem Tag machst du mal die Regale, am anderen Tag stehst du in der Frittenbude. Ja, genau. Und dann kontrollierst du auch irgendwann wieder Fahrkarten. Wobei, solche Sachen wie Regale einräumen und Fahrkartenkontrollen, da musst du dich ja dann auch an klare Absprachen halten, weil die müssen sich ja einteilen in Schichten oder so. Ja, das ist immer das Hauptproblem. Das glaube ich. Jetzt aber die wirkliche Grundfrage, warum tust du das? Also es ist generell ist der Grund ja schon mal so, dass ich schon immer, egal was ich gemacht habe, mein Leben an Jobmäßig, am Hauptjob habe ich schon immer einen Nebenjob gehabt. Hm. Also nicht, das kam jetzt nicht wegen finanziellen her, das kam ganz einfach so, ich weiß halt, dass ich halt sonst keine, dass ich halt die Auslastung brauche. Ich muss halt irgendwas anderes sehen. Also was andere Leute würden jetzt sagen, okay, ich spiele Fußball oder gehe ins Fitnessstudio oder lese oder das oder gehe ins Kino, das ist alles nicht dein Ding. Nee, das nicht. Also ich bin auch ehrenamtlich vom Roten Kreuz drin. Ach, das auch noch. Ja, aber das nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch, also das geht alles noch. Also könnte man dich Workaholic nennen? Wie bitte? Könnte man dich so süchtig nach Arbeit nennen? Nein, das jetzt auch wieder nicht. Also es ist halt generell so, ich brauche halt generell einen Ausgleich und das ist halt generell, es ist schon immer so zwischen 2 und 3 Jobs ausgeglichen worden. Also in erster Linie geht es nicht darum, noch mehr Kohle ranzuschaffen, sondern es geht darum, beschäftigt zu sein. Ja, unter anderem auch. Also das geht halt generell darum schon, also Beschäftigung ist schon so ein Ding. Das andere ist halt noch das Geld für meine Eltern ja auch noch zusammenzuhalten. Ja. Nebenbei noch ein Auto, was auch finanziert werden muss. Und darf ich dich mal fragen, auf wie viel Kohle du so ungefähr pro Monat netto kommst? Ja, durch dass ja noch 2 Nebenjobs auch noch versteuert werden. Mhm. Weil das ist ja auch alles schön offiziell angemeldet. Ja, alles ganz legal. Ja, nicht, dass einer vom Finanzamt gerade zuhört. Ja. Und also insgesamt komme ich so auf die 2.300. Mhm. Ja, das ist schon ganz ordentlich, ne? Ja, also das ist schon ganz ordentlich. Und davon gehen dann die 350 für Mama und Papa? Ja, also 350 gehen für die Eltern auf. Dann mein Auto, davon gehen 300 Euro im Monat weg, weil das bin ich gerade am Abzahlen. Ich habe einen kompletten Neuwagen bestellt. Was ist das für ein Auto? Ein VW, ein Golf. Ein VW Golf, ein Neuwagen. Genau, den habe ich schon komplett neu bestellt gehabt, ja. Direkt nachdem ich schon Führerschein hatte. Ah ja. Und den habe ich als Raten. Das ist ja unglaublich. Ich sag nochmal, dass du 19 Jahre alt bist. Dann bist du ein irre fleißiger Typ. Ja, so halbwegs. Also Freunde von mir beschweren sich ja meistens. Hast du eine Freundin? Nee, die habe ich nicht. Das geht doch auch gar nicht. Nee, sowas will ich auch gar nicht. Das kostet Geld. Bist du geizig? Nein, überhaupt nicht. Ich gebe eigentlich eher zu viel Geld aus. Und wieso sagst du, die Freundin würde Geld kosten? Das ist immer so. Frauen kosten immer Geld. Ja gut, dein Auto kostet auch Geld. Ja, aber das ist ja auch wieder was Vernünftiges. Das ist ja was, in dem man Zukunft hat. Mit einer Freundin hast du auch Zukunft. Hast du mehr Zukunft als mit dem Golf? Der Golf verrostet nach 10 Jahren. Deine Freundin ist noch fit nach 10 Jahren. Ja, es kommt drauf an. Nee, aber im Ernst. Da bleibt ja auch überhaupt gar keine Zeit, kein Zeitfenster für Intimitäten, sag ich mal. Nee, das ist jetzt so ganz komisch eigentlich. Also man kann es schon so verschieden sagen, jein. Hast du denn jetzt auch gleich Butter bei die Fische? Hast du überhaupt Sex ab und zu? Ja. Das schon? Ja. Also dafür ist immer noch so ein bisschen Zeit, so zwischendurch. Ja. Zwischen Regalen einräumen und der Frittenbude. Mal schnell ein Nümmerchen. Ja, nee, das ist schon ab und zu gehe ich auch mal abends mit Freunden weg. Also ja. Es ist halt generell so, dass halt es kam halt auch alles ganz plötzlich bei mir auch zu Hause, also generell auch mit Freunden und so, ja. Dass ich eigentlich ziemlich viele Freunde von mir sind auf einmal ziemlich schnell weggezogen, weil das halt alles solche Klugscheißer sind, die alle studieren wollten. Mhm. Und so ist bei der eine ganz schnell in Köln, der andere war in Kaiserslautern, der andere in Heidelberg. Ja. Und so ist man die natürlich alle ganz schnell weg gewesen. Ja.
Und so durch ist es halt generell auch so, dass sich halt ziemlich viel von heute auf morgen geändert hat. Ja. Und natürlich erstmal zu vielen Leuten neuen Kontakt zu finden, habe ich vielleicht erstmal so mäßig, jobmäßig was gesucht. Mhm. Wie ist denn jetzt so die Perspektive? Das wirst du ja wahrscheinlich nicht die nächsten 10 Jahre machen wollen. Was möchtest du tun? Nee, also die nächsten 10 Jahre ist eigentlich nicht geplant. Also die Überlegung ist eigentlich, also ich denke mal, wenn ich jetzt so sagen würde, irgendeinen Job aufgeben, wäre ja sowieso der Realmarkt, die Regale einräumen, der erste Job, den ich aufgeben würde. Mhm. Das wäre ja sowieso das Erste. Mhm. Und ich sage jetzt ganz einfach, im März wird das jetzt mal neu entschieden vom Familiengericht. Mhm. Ja, auch unterhaltsmäßig. Mhm. Und dann habe ich eigentlich erstmal vor, mir eine Wohnung zu suchen. Mhm. Weil das ist ja sowieso schon länger geplant. Ach, du lebst im Moment noch bei den Eltern? Ja, genau. Ja. Mhm. Das ist so aktuell noch so und das ist halt jetzt erstmal die Planung, danach mir erstmal Anfang des Jahres eine Wohnung zu suchen. Ja, aber ein bisschen weitermachen schon noch mit den Jobs. Ja, also das auf jeden Fall. Ich denke mal, früher oder später, also ich denke mal, das wird noch im nächsten halben Jahr so sein, dass dass der Real das Regale einräumen sich verabschieden wird. Ja. Das wird auf also jeden Fall. Ich finde es interessant, ich würde gerne in ein paar Jahren mit dir nochmal sprechen. Mal sehen, wo es hinführt. Ja, ich glaube, da ist wieder viel Neue. In der Tat. Also Kerstin, da wünsche ich dir gutes Gelingen weiterhin. Übernimm dich nicht, sage ich mal so. Nee, das war und halt auch noch ein Auge auf für die Mädels. Das ist schon letztendlich dann doch wichtiger als das viele Jobben. Ja, das wird dann passieren, weil ich ja sowieso habe demnächst weiter wegzuziehen und dann wird es sowieso irgendwann so die Ecke da passieren. Ja. Dann wünsche ich alles Gute und alles Gute deinen Eltern auch. Gut, danke. Tschüss, Kerstin. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer für unser Thema heute. So wie ich lebt keiner. Silvio ist hier. Silvio ist 43. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Ja, hallo Silvio. Ja, ich möchte mal kurz berichten. Ja, bitte. Und zwar, ich bin seit 3 Jahren arbeitslos. Mhm. Null Empfänger. Null Empfänger? Ja, und bin, sagen wir mal, durchs soziale Netz durchgerutscht. Also ja. Du bekommst keine Unterstützung? Nein, ich kriege keine Unterstützung. Wie ist das möglich? Aus eigenem Antrieb heraus. Ich habe es deinem Dirigenten im Hinterraum schon mal erzählt. Ja. Und zwar zu der Zeit, als ich arbeitslos geworden bin. Also ich muss dazu sagen, ich bin ein sehr schlecht guckender Mensch. Mhm. Ich habe also eine Erbkrankheit, habe nur 47% Sehstärke. Mhm. Und habe es dadurch doppelt schwer, dreifach schwer, weil ich nicht Auto fahren kann, einen Job zu finden überhaupt. Und habe mir ein paar Abführer abgeholt von Leuten, die mir das unmissverständlich gesagt haben. Ja. Und ich mir dann einfach gedacht habe, ich muss mir diese depressiven Sachen nicht anhören, sondern ich lebe viel ruhiger, wenn ich zu Hause im Bett liegen bleibe. Meinen Hobbys fröne, die da ganz gut beseelt sind und ja eben so gut leben kann. Und habe eben festgestellt, in den letzten 2 Jahren, ich bin wieder richtig zu Mensch mutiert. Lass mich mal eben fragen, was du vorher beruflich gemacht hast. Ja, ich bin 25 Jahre im Garten- und Landschaftsbau tätig gewesen. Ja. Und habe meinen Landschaftsbaugärtner gemacht, ja. Habe dann ein paar Speziallehrgänge besucht, weil ich, wie gesagt, schlecht gucke, habe ich gedacht, ich mache mich für die Firma ein bisschen unabdingbar. Bin dann zu Weihnachten 2003 mit 25 anderen Leuten entlassen worden. Achso, du bist entlassen worden. Ja. So, und hast du entschieden, irgendwie geht's mir besser, wenn ich überhaupt nicht arbeite? Ja, ich habe das dann festgestellt. Also ich habe dann erstmal das eine Jahr lang Arbeitslosengeld gekriegt, habe dort einen Job abgelehnt für mich selber, wo ich mit meiner Frau, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt 25 Jahre mit einer und der gleichen Frau zusammen und immer noch glücklich. Das ist auch das, wo ich sage, so wie ich lebe, lebt keiner, weil das ja doch recht ungewöhnlich ist, wenn man mit 18 Jahren heiratet und dann immer noch die gleiche Frau liebt. Und dann auch noch mit so einer Euphorie sagt, wir lieben uns immer noch so wie vorher. Ja, es wird immer schöner. Die Kinder sind aus dem Haus und muss ich sagen, das deswegen sage ich, so wie ich lebt keiner. So, erklär mir das mal, wieso du kein Geld bekommst. Jürgen, ich habe zu diesem Zeitpunkt ich gucke unendlich gerne so Comedy-Sendungen, Polit-Comedy, Urban Priol und Volker Bispers und solche Leute. Ja. Und ich bin mal nachts drauf gestoßen auf die 3 von der Zankstelle. Und die haben sich unterhalten und da hat der eine gesagt, Mensch, mit Hartz IV, hast du dir mal überlegt, wie lange ein IM der Staatssicherheit für die Information hätte arbeiten müssen, die der Bürger heute freiwillig dem Staat überlässt? Jürgen, und ich habe da gesessen, ich habe laut Beifall geklatscht. Und habe gesagt, es geht keinen was an, was ich mir angeschafft habe, als es mir mal gut ging, in Anführungsstrichen. Mhm. Also finanziell gut. Mhm. Und ich sage dir, ich habe hier eine Musiksammlung von über 6000 Tonträgern, was mir also garantiert angerechnet werden würde. Ah, du willst also nicht, dass der Staat in deine Privatsphäre hineinleuchtet. Genau. Dafür sagst du auch, dann will ich nichts vom Staat haben. Richtig. Das heißt, wirklich im Klartext, du kriegst 0 Euro vom Staat. 0 Euro vom Staat. Wie kannst du leben? Ich lebe mit 250 Euro, die mir meine Frau sponsort. Ja.
Davon bezahle ich meine Lebensversicherung und einen kleinen Bausparvertrag rund 100 Euro und habe 150 Euro zum Leben. Bei uns in der Familie ist es geregelt, dass ich von diesen 150 Euro den täglichen Einkauf mache. Deine Frau arbeitet aber schon? Meine Frau arbeitet schon, ja. Und die hat Gott sei Dank auch einen recht gut bezahlten Job. Und das heißt, deine Frau ist auch mit dieser Regelung einverstanden? Sie unterstützt mich dabei. Moment, pass mal auf, hier, ich gehe hier arbeiten und du liegst auf der Faulhaut. Ich versuche natürlich in Kraft meiner Männlichkeit den Haushalt ein bisschen zu schmeißen, ihr ein schönes Abendbrot jeden Abend zu machen, dass sie eben was auch davon was hat. Natürlich, das wäre ja noch schöner, wenn du ihr jetzt kein schönes Abendbrot machst. Nein, das denke ich auch. Ja. Und unter dem Aspekt, nein, ich habe eine Frau, die mich da von Anfang an sehr unterstützt hat, was mir auch unendlich geholfen hat, die also mich nie unter Druck gesetzt hat. Wie ist das denn, Silvio, sowas mit Kranken- und Rentenversicherung? Was soll ich dir sagen? Pass auf, das ist natürlich ein Ding, da beißt sich das Ding selber in den Schwanz. Ne? Ja. Ich habe also seit 2 Jahren, dadurch, dass ich eben so schlecht gucke, bin ich natürlich nicht so ein normaler Arbeitsloser, sondern bin einer, der übers Integrationsamt gegangen ist. Mhm. Das heißt, man hat erwirkt, dass ich noch 3 Monate länger Geld kriege von meiner Firma. Mhm. Man konnte mich also nicht so einfach kündigen. Mhm. Man hat mir angeraten zu klagen, aber die Klage wäre dann darauf hinausgelaufen, dass ich noch ein Vierteljahr länger beschäftigt gewesen wäre und dann wäre ich sowieso gegangen. Ja. Also so war die Erfahrung und dann hat man mir dann abgeraten von einer netten Frau, die mich dort betreut hat, dass ich das einfach sein lassen soll. Aber das habe ich dann auch gemacht. Ja, aber du zahlst ja jetzt schon seit Monaten dann keine Rente mehr. Jetzt sieht es so aus, dass ich seit 2 Jahren vom Arbeitsamt die Rentenbeiträge an die Rentenkasse noch bezahlt werden. Ach, die werden noch bezahlt? Das läuft noch. Noch 2 Jahre, oder? Ja, nein, das läuft 2007 aus. Ach so, ja, und dann? Und dann weiß ich nicht. Dann mache ich mir erstmal keine Gedanken. Also das ganze Jahr 2007 geht das noch? Nein, das geht bis Juni 2007. Bis Juni 2007? Ja. Das heißt, also da bist du eigentlich, was die Sache anbelangt, noch auf der sicheren Seite. Ja, bis dahin. Dann wird's heikel, ne? Ab dann wird's richtig heikel. Wobei ich dir sagen muss, ich habe natürlich gelernt, mit dem wenigen Geld umzugehen, habe auch dabei gelernt, die Zeit anders einzuteilen. Also für mich zählt nicht mehr, was nächstes Jahr ist, sondern was nächstes Wochenende ist, was übernächstes Wochenende ist, wie ich mich mit Freunden treffen kann, wie ich was machen kann. Das heißt, du gehst eventuell sogar das Risiko ein, keine Rente irgendwann zu bekommen und lebst einfach so weiter, weil das für dich Lebensqualität bedeutet. Richtig, genau. Mhm. Ja. Weil du auch aus dieser ganzen Mühle heraus bist, aus der Schnelligkeit der Zeit vielleicht und auch aus den Wertigkeiten, die man uns so aufoktroyiert. Richtig. Mhm. Und ich bin ganz stolz drauf, dass ich den Bogen noch gekriegt habe. Jetzt muss ich natürlich sagen, die andere Seite ist, wenn ich mich mit älteren Leuten unterhalte, die können das überhaupt nicht nachvollziehen. Na gut, aber die älteren Leute, also du bist ja nicht in dem Sinne angreifbar, weil du nimmst ja auch nichts vom Staat. Ja, diese Sache mit der Rentenregelung ist ja noch ein Sonderfall. Ja, aber ja. Du nimmst ja kein Hartz IV, du nimmst keine Sozialhilfe, du nimmst nichts. Ja. Aber sie können das nicht nachvollziehen, wenn ich dann solche Sätze sage, ich will auch nicht mehr arbeiten. Ja. Weil ich für 1 oder 2 Euro einfach nicht arbeiten gehe. Und ich sage mir, ich habe eine Ehre im Leib und ich habe meinen Beruf mit 16 Jahren gelernt, habe den 25 Jahre ausgeführt. Ja. Und ich finde es eine Frechheit, in diesem Staat darüber zu urteilen, dass ich solche Leute wie ich dann für 1 oder 2 oder 3 Euro sich irgendwo verdingen sollen, dann ein halbes Jahr irgendwo einen 1-Euro-Job kriegen und nach dem halben Jahr wieder auf der Straße sitzen. Und das muss ich mir einfach nicht geben. Ja, da bleibe ich, wie gesagt, lieber zu Hause. Kann man jetzt lange drüber diskutieren, gibt es auch viele Gegenargumente, aber das wollen wir gar nicht tun, weil du hast dich ja für dich entschieden und das gilt ja zu respektieren, dass du eben mit nichts, mit deinen wenigen Ersparnissen oder mit Hilfe deiner Frau existierst. Ja, richtig. Das andere ist dann, wenn man darüber urteilt, ist das eine moralische Verurteilung nach dem Motto, das ist von Faulpelz. Ja, richtig. Ein Asozialer hat man früher zu DDR-Zeiten zu mir gesagt. Ja. Aber ich muss sagen, ich kann damit gut umgehen. Die entscheidende Frage ist ja wirklich, kann derjenige so gut überleben und fühlt er sich gut dabei? Ja, du liegst ja keinem auf der Tasche, höchstens deiner Frau. Außer meiner Frau, ja. Ja, und wenn die sagt, okay, das regeln wir so. Außerdem, mein Gott, wie viele Modelle gibt es, wo der Mann arbeiten geht und die Frau nicht arbeiten geht? Also insofern ist es ja gar nicht sowas. Na, so ungewöhnlich ist es ja. Ja, klar. Aber ich muss eben sagen, ungewöhnlich schon, weil man natürlich von allen anderen Leuten belächelt wird. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man da auf viel Stirnrunzeln stößt auf wenig Verständnis. Richtig. Und deswegen wollte ich eigentlich mal so eine Lanze brechen. Mir liegt eigentlich
Jürgen, mir liegt eigentlich viel mehr auf der Seele, und das sage ich dann den Leuten meistens, dass mein Kind mit 19 Jahren, was eine Ausbildung gemacht hat, auf der Straße sitzt und keinen Job kriegt und die 300 Bewerbungen geschrieben hat von Flensburg bis nach München. Und das belastet mich viel mehr. Das ist das, was mich bewegt, nicht ich. Weil ich habe 25 Jahre gearbeitet und ich ruhe mich jetzt einfach 25 Jahre aus. Also nochmal, falls Leute gerade eingeschaltet haben, ich rede hier nicht mit einem Sozialschmarotzer. Ich stelle das nochmal klar. Silvio nimmt nichts in Anspruch vom Staat, aber er will auch nicht arbeiten und kommt so über die Runden. Und das finde ich akzeptiere das. Also wenn du das so für dich regelst, finde ich das in Ordnung. Vor allen Dingen, das sollte uns ja vielleicht manchmal auch zum Nachdenken bringen, was du gerade gesagt hast, dass du aus dieser Tretmühle herausgekommen bist. Darf ich dir noch was Abschließendes dazu sagen? Bitte. Weißt du, wenn ich von Leuten dann angesprochen werde, ja, wie lebst du? Dann sage ich, Leute, ich lebe so gut, ich habe ein Dach über dem Kopf und kriege jeden Tag einen vollen Bauch. Ich sage, wenn ich könnte, würde ich dieses ganze Volk, dieses deutsche Volk nehmen und mit denen für 4 Wochen nach Afrika gehen, um den Leuten mal zu zeigen, was es bedeutet, früh morgens nicht zu wissen, wo ich abends ein Glas Wasser herbekomme. Und für mich ist die Wertigkeit heute eben anders geworden. Und ich kann meinem Vorredner, der da gesagt hat, mit 4 Jobs, ja, da muss ich sagen, der hat zwar Kohle, aber eigentlich hat er doch ein armseliges Leben. Ja, da würde ich es an deiner Stelle auch nicht überurteilen. So wie du auch nicht möchtest, dass man über dich urteilt. Ja. Aber wo du gerade das Stichwort Afrika sagst, ja. Jetzt, wo du so viel Zeit hast, ja, könntest du dich ja eigentlich karikativ irgendwie engagieren. Das ist sicherlich richtig. Aber ich muss dir sagen, ich habe ein ganz großes Problem. Ich komme mit den Pfaffen nicht so richtig klar, mit dem ganzen kirchlichen Kram. Und ich weiß, dass sehr viel in Deutschland nur über Kirchenkreise laufen. Also, jetzt wollen wir mal nicht dieses böse Wort Pfaffen benutzen. Es gibt wirklich so gute Pastoren und Priester, die so solide Arbeit machen. Ja, ja. Da gibt es schwarze Schafe drunter wie in allen Bereichen. Also das wollen wir jetzt mal nicht so. Außerdem müsstest du das ja auch nicht im Rahmen der Kirche machen. Es gibt tausend andere Möglichkeiten, wo du dich engagieren kannst. Vielleicht ist das ein Wunderpunkt, ne, wo du ein bisschen vielleicht auch was zurückgeben könntest. Ja, wo ich sagen muss, das ist sicherlich ein Wunderpunkt, weil ich ganz einfach selber genug zu tun habe. Eben durch den ganzen Kram, den ich mir angeschafft habe. Und na gut. Wie gesagt, wenn der Punkt kommt, das heißt, ich bin natürlich nicht ganz untätig, aber noch nicht so, wie du mir jetzt wahrscheinlich ins Gewissen reden würdest. Silvio, auf jeden Fall fand ich es interessant, mit dir zu sprechen. Ja, danke schön. Und wünsche dir alles Gute. Ich dir auch, ne? Auf Wiederhören. Und bleib so. Tschüss. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Nadine. Nadine ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Haben wir eine spannende Sendung heute. Jeder erzählt wirklich sehr ungewöhnliche Dinge. Jetzt bin ich bei dir sehr gespannt, was du sagen wirst, erzählen wirst, Nadine. Also, ich lebe seit 7 Jahren mit Angst- und Panikattacken. Seit 7 Jahren schon? Ja, seit 7 Jahren. Also, ich habe es das erste Mal vor 7 Jahren so eine Attacke gekriegt halt. Was sind das für Attacken? Na, also damals hat sich das bei mir geäußert, dass ich auf einmal plötzlich gedacht habe, ich kriege keine Luft mehr. Oh weia. Bin dann richtig zusammengesackt, total bleich geworden. Meine Mutti hat einen Notarzt gerufen und dann hieß es bloß, ich hyperventiliere. Und als 13-jähriges Mädchen weißt du nichts damit anzufangen. Nee, da hast du Panik. Ja, Panik. Panik, halt. Todesangst. Ne? Und ich bin dann ins Krankenhaus gekommen und als wir im Krankenhaus angekommen waren, ging es dann auch wieder einigermaßen und wurden alle möglichen Untersuchungen gemacht. Also ich wurde durchgecheckt von oben bis unten. Und ich wurde dann entlassen, ohne dass mir jemand gesagt hat, an was ich dann jetzt nur leide. So, und sie meinten, es wäre psychisch bedingt, weil ich halt mit 12 ins Heim gekommen bin mit meiner Schwester zusammen. Ja. Und ich halt meine Eltern sind alkoholabhängig und von zu Hause, es hat sich keiner mehr um uns gekümmert und so weiter, dass sie gesagt haben, das hat sich auf meine Psyche gelegt und die zeigt mir jetzt, wie ich damit umzugehen habe. Ja. So, mir hat aber nie einer gesagt, was ich dagegen machen kann. Ja. Und so wurde es von Jahr zu Jahr schlimmer. Ich war dann auch mit 14 in einer Therapie, in einer geschlossenen Therapie, wobei ich sagen muss, das hat mir gar nichts geholfen. Mir wurden die sämtlichen Klamotten weggeschlossen. Ja. Ich wurde da behandelt, als wäre ich ein Schwerverbrecher sozusagen. Ich hatte 1 Stunde am Tag Ausgang und durfte keinen meiner Familie sehen.
Wenn du heute sagst, es wurde von Monat oder von Jahr zu Jahr schlimmer. Ja. Wie ist es denn dann heute? Wie lebst du mit diesen extremen Angst- und Panikattacken? Also ich kann froh sein, dass ich einen Rettungsassistent als Freund habe. Mhm. Und der mir da eigentlich ziemlich gut hilft. Im Moment lebe ich so, dass ich nicht mal mehr vor die Tür gehen kann. Du also lebst nur in deiner Wohnung? Ja, mein Tagesablauf ist so, ich bleibe nachts extra länger wach, damit ich am Tag so gegen 12, 1 aufstehe, weil ich halt bis 17 Uhr alleine bin. Mein Freund ist bei der Bundeswehr und kommt halt erst spät nach Hause. So, ja. Damit ich nicht so lange alleine bin, stehe ich um 1 auf. Mhm. Und mein Tagesablauf sieht entweder so aus, dass es gibt Tage, da kann ich mich nicht bewegen vor Angst. Also diese Angst. Auch nicht in der Wohnung? Nee, gar nicht. Also, was heißt da nicht bewegen? Sitzt du, bleibst du im Bett oder was? Ja, ich lieg im Bett. Also der Extremfall war vor 2 Monaten. Da lag ich wirklich 4 Wochen lang nur im Bett. Ja, 4 Wochen. Ich konnte gar nichts machen. Also die Symptome, diese Angst sucht sich immer wieder neue Wege. Was war das? Versuch mal zu erklären, damit man das so nachvollziehen kann. Wenn du dann im Bett bleibst, was geht in deinem Kopf vor bei der Vorstellung, dass du aufstehst? Also ich würde gerne aufstehen. Man muss sich als Angstpatient wirklich im Kopf setzen, du musst aufstehen, egal wie viele Symptome du hast. Aber was hält dich davon ab, denn aufzustehen? Da muss ja doch eine ganz große Macht in dir sein. Ja, versuch mal, die mal zu beschreiben. Also ich habe in dieser Zeit halt Angst gehabt, dass wenn ich aufstehe, dass ich umkippe, mich keiner findet, wenn mir was passiert. Dann hat man diesen ständigen Schwindel. Also ich habe immer Symptome in mir, egal was ich gerade mache. Aber selbst wenn dann dein Freund bei dir war und der gesagt hätte, komm, ich stütze dich jetzt, steh mal auf und wir gehen mal in das andere Zimmer, das wäre auch nicht gegangen. Also in den 4 Wochen bin ich manche Tage nicht mal mehr auf Toilette gegangen, so schlecht ging es mir. Da hat mein Freund wirklich gesagt, komm, du musst auf Toilette gehen. Sonst, du kannst ja nicht ins Bett machen oder was weiß ich was. Ja. Da bin ich zu der Toilette gekrabbelt. Und das hat also vier Wochen angehalten? 4 Wochen, ja. Und wenn es dir gut geht, kannst du dich in der Wohnung bewegen, aber du gehst nicht raus aus der Wohnung? Also heute war ein richtiger Ernstfall. Da hatten wir gedacht, dass es gegenüber von uns brennt. Und ich habe die Feuerwehr angerufen und er meinte zu mir, gehen Sie bitte vor die Tür, wir wissen nicht genau, welche Hausnummer das ist. Und dann wurde mir gesagt, gehen Sie runter. Oh, das war das Schlimmste für mich. Ich meinen Freund mitgenommen, ich so, Anni, wenn was ist, ich will sofort wieder in die Wohnung. Mhm. Und du hast dann ja im Hinterkopf, dir passiert was, obwohl ich ja auch gesehen habe, da war ein Rettungswagen. Wenn mir wirklich was passiert wäre, hätte ich hingehen können. Hast du es denn geschafft, dann vor die Tür zu gehen? Ja, ich habe es geschafft, oder bin ich richtig stolz drauf. Ja. Also ich stand eine Viertelstunde unten ohne... Wie lange warst du denn jetzt vor dem heutigen Vorfall nicht aus dem Haus gegangen? 4 Wochen. 4 Wochen? Ja. Und wenn du denn aus dem Haus gehst, wie weit kannst du dich vom Haus bewegen? Also es kommt drauf an. Ich hatte jetzt vor den 4 Wochen musste ich raus, weil ich ein Erbe ablehnen musste und musste zum Notar. Anders konnte ich es nicht machen. Mhm. Und sind wir mit dem Auto gefahren. Also das Schlimme, in den 7 Jahren, man zieht sich immer mehr zurück. Es fing an bei mir mit kein Bus mehr fahren, kein Auto fahren und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir so langsam wieder angefangen, ein bisschen Auto zu fahren und so weiter. Mhm. Das hat geklappt. Ja. Und beim Notar wurde mir dann auch so schlecht, dass ich gesagt habe, ich muss da raus. Also dir wird dann wirklich körperlich auch schlecht. Ja, du hast nicht nur die Angst davor, dass dir schlecht wird, sondern dir wird übel. Ja, mir wird von jetzt auf gleich. Wie ist das denn in all den Jahren, du bist ja erst 20 Jahre alt, wie ist das denn in all den Jahren so mit Schule gewesen? Hast du einen Schulabschluss machen können? Ich habe meinen Realschulabschluss. Ach, den hast du gemacht? Ja. Aber danach hast du auch nur eine Ausbildung versucht zu machen? Ich hatte schon einen Ausbildungsplatz fest, aber dann wurde ich leider ungewollt schwanger. Und die haben zwar zu mir gesagt, passen Sie auf, Sie können das Kind austragen und danach können Sie sich gerne hier bei uns bewerben, wir nehmen Sie sofort. Ja. Heißt das, dass du jetzt auch Mutter bist? Nein. Nein. Das ist es ja. Ich habe mein Baby im 3. Monat verloren. Mhm. Und das hat mich runtergerissen. Also ich hatte das Baby vor 2 Jahren verloren und ich kann das nicht verarbeiten, weil es war eigentlich kein Wunschkind, aber als ich es dann auf dem Ultraschallgerät gesehen habe,
Also kannst du nicht sagen, dass das abtreiben lässt und dann wollte ich's. Also hat dieser Vorfall das Ganze noch mal dich weiter reingerissen, als du schon warst vorher? Ja, ich meine, das alleine hätte mich wahrscheinlich nicht so runtergerissen, aber der Vater von dem Kind und seine Familie, die haben mich gehasst. Die hassen mich bis heute. Die glauben mir nicht, dass ich schwanger war, dass ich das Kind verloren habe, und das nimmt einen wirklich mit. So, wenn man das so hört, Nadine, was du beschreibst, ist das ja eine hochgradige, schwere psychische Erkrankung, die du hast. Ja. Die wirklich letztendlich stationär behandelt werden müsste in einer sehr guten psychosomatischen oder psychiatrischen Klinik. Hast du Angst davor? Oh ja, sehr. Ich habe sehr Angst vorm Arzt. Das heißt, du bist auch überhaupt gar nicht in psychologischer Betreuung? Nee, ich war, also in den 7 Jahren hatte ich ungefähr 10 Therapeuten. Bloß jeder war für was anderes spezialisiert. Es hieß nachher auch, ich wurde vergewaltigt, obwohl das gar nicht stimmte. Und so kommen dann immer die Gerüchte auf und es zieht mich halt immer mehr runter. Und wer hat gesagt, du würdest vergewaltigt? Ne, die Erzieher im Heim, weil ich nie geredet habe. Ich habe mich immer zurückgezogen. Ach so, die hatten das vermutet, dass das vielleicht sein könnte. Ach so, ja. Weil ich halt mit dem Freund meiner Mutter nicht klar kam und so weiter. Aber jetzt ist dein engster Vertrauter ist dein Freund, so habe ich es gerade verstanden. Mein Freund und meine Schwester. Freund und Schwester. Habt ihr denn mal so wirklich ernsthaft drüber nachgedacht? Ich meine, so kannst du ja nicht weiterleben, so kannst du ja nicht älter werden. Das ist ja kein Leben, was du da führst. Habt ihr gemeinsam mal beraten, was man tun könnte, wo vielleicht eine gute Klinik ist? Wie ist euer Resultat? Also im Moment ist es ja so, dass ich ja gar nichts machen kann. Ich habe heute Kuchen gebacken, da wurde mir schon wieder total schwindelig und er hilft mir ja sehr. Und es gibt ja halt auch das Problem mit der Arbeit. Es ist klar, dass ich nicht auf der Tasche liegen möchte. Und jetzt haben wir halt das Problem, das Arbeitsamt sagt, ich bin nicht erwerbsfähig. Und ich kann ja nicht mal mehr zu den Terminen vom Arbeitsamt hingehen, weil hingehen könnte ich vielleicht gerade so, aber mir macht dieses Haus Angst, so viele Leute und so weiter. Ja, aber das ist ja auch nicht die Lösung, dass du dich dahin quittest. Die Lösung wäre ja eine richtig ordentlich ärztliche Behandlung. Ja, bloß wenn man schon so viele schlechte Erfahrungen mit den Ärzten gemacht hat, dann... Ist das noch kein Grund, nochmal neu zu überlegen, Nadine? Ja, ich verstehe das auch, weil... Man muss es ja klar ausdrücken, du hast ja gar keine Alternative, als es nochmal zu versuchen, medizinisch. Ja, ist klar. Offensichtlich ist es so schlimm, wie du es gerade mir geschildert hast, dass du es alleine nicht schaffst. Ne? Ja, es ist halt diese Situation, es geht mir zum Beispiel heute ziemlich gut und morgen zieht mich das so weit runter, dass ich nicht mehr aufstehen kann. Und wir haben halt jetzt im Moment auch dieses Problem, mein Freund ist bei der Marine und er wird jetzt umgesetzt. So, das heißt, du bist auch in einer eklatanten Weise abhängig von deinem Freund. Ja. Das heißt, wenn da irgendwas ist in dessen Leben, oder wir wollen es gar nicht beschwören, dass er sich irgendwann mal trennen würde von dir, würdest du in ein schwarzes, endloses Nichts stürzen. Oh ja. So, und deshalb ist es so sehr dringlich, dass du eine Initiative für dich entscheidest, dass du dich medizinisch behandeln lässt. Auch wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, das finde ich sehr schlimm, dass das so war damals. Aber glaube mir, es gibt mittlerweile so gute Kliniken, wo du keine Angst mehr haben musst und die genau spezialisiert sind auf deine Symptomatik. Und du musst es angehen, du musst ja dein Leben einigermaßen selbst in die Hand nehmen können irgendwann. Im Moment geht's ja nicht. Ja, ist ja auch, ich verstehe. Mein Freund lebt ja jetzt eigentlich auch nur für mich sozusagen. Ja, und das, wer weiß, also vielleicht ist ihm das auch nicht zuzumuten auf Dauer. Dass er sich vielleicht auch wünscht, eine stabile, selbstbewusste Frau an seiner Seite zu haben. War ich ja, als wir uns kennengelernt haben, da war nichts. Da war gar nichts. Und ich weiß nicht, ob das dieses Gefühl ist, dass er Rettungsassistent ist, dass sie dann immer mehr kommen. Auch mein Freund kommt ja nicht aus meiner Stadt, sondern 850 Kilometer weiter entfernt. Nadine, ich unterbreche mal ganz einfach, weil gleich die Sendung vorbei ist. Ja. Ich möchte aber unbedingt, dass du mit meinem Psychologen jetzt noch mal ein paar Worte sprichst. Ja, klar. Um mal konkrete Ratschläge zu kriegen. Dafür legst du auf und der Peter ruft dich gleich nochmal an. Wir sind online. Unternimm was und ich drücke dir wirklich die Daumen und wünsche alles Gute und alles Liebe. Dankeschön. Tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Gero Kuntermann. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival mit einer freien und offenen Themennacht.
ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und sage Tschüss.